Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmerkanal. Heute geht es darum, wie ihr euer eigenes Produkt mit mehreren Variationen bei Amazon in der Seller Central Plattform einstellt. Das Ganze heißt auf Deutsch, wie ihr euer Produkt dafür vorbereitet, dass es Millionen von Kunden, die bereits ihre Zahlungsdaten hinterlegt haben, sehen können. Ich habe euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, das verlinke ich hier unten links in der Ecke, wie ihr ein ganz normales, in Anführungszeichen ganz normales Produkt erstellt, das heißt ohne Variationen, was es zum Beispiel nicht in mehreren Größen gibt oder in mehreren Farben, wie auch immer. Heute zeige ich euch, wie ihr das Ganze mit Variationen erstellt. Das heißt, ich mache das Ganze an einem Beispiel mit einem T-Shirt, das es in mehreren Größen und mehreren Farben gibt. So, dafür müsst ihr euch erstmal einloggen in euer Seller Central. Das könnt ihr aufrufen unter sellercentral.amazon.de. Dann loggt ihr euch dort ein. Falls ihr noch keinen Account habt, müsst ihr euch erst registrieren und euch freischalten lassen. Das Ganze geht ziemlich easy, muss aber noch vom Support überprüft werden und deswegen kann es ein, zwei Tage dauern, also ruhig ein bisschen früher damit anfangen. So, wenn ihr euch dann eingeloggt habt in eurem Seller Central Account, findet ihr hier links wieder die Bestellung, so eine kurze Übersicht, hier unten nochmal Verkäuferbewertungen und so weiter. Hier unten gibt es noch die Links zu dem Forum, was auch für die Verkäufer bei Amazon vorbereitet ist und hier unten noch mehrere Einzellinks. Hier rechts findet ihr auch noch Statistiken zu den verschiedenen Ländern, zu euren Auszahlungen und so weiter. Wir wollen aber hier in diesem Bereich Lagerbestand und dann Produkt hinzufügen. So, falls es euer Produkt schon gibt bei Amazon, zum Beispiel eine DVD oder einen bestimmten Modeartikel und ihr seid nur Wiederverkäufer, habt also keine Eigenmarke, könnt ihr versuchen hier anhand dem UPC, also dem Code, der unter dem Strichcode steht, zum Beispiel der ISBN-Nummern bei Büchern, ASIN, also das, was die findet ihr zum Beispiel hier raus, wenn ihr hier auf Empfehlen klickt und dann hier dieses BOOU, was hier ganz am Ende steht auf jeden Fall. Das ist die ASIN, eine von Amazon eindeutig zugeteilte Nummer, die ihr nicht verändern könnt. Die bekommt ihr automatisch von Amazon. So, ich springe wieder zurück hier zu dem Produkt erstellen, weil es unser Produkt noch nicht gibt bei Amazon, sondern nur die Herrenvariante. Ich lege jetzt die Frauenvariante dafür an, klicke ich auf Produkt erstellen. Falls ihr zurück möchtet, könnt ihr hier einfach bei Suchen auf Amazon wieder auf die Maske von eben zurückspringen. Dann wählt ihr erstmal die Oberkategorie für euren Artikel aus. Was ihr hier auswählt, das bestimmt auch die Auswahlmöglichkeiten, die ihr am Ende habt. Bei Sport und Freizeit zum Beispiel habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Grifflänge zum Beispiel von einem Golfschläger anzugeben. Bei Möbeln habt ihr natürlich dann die Polsterstoffauswahl zum Beispiel. Also da muss man schon schauen, dass man hier das Richtige hat. Wir wählen Sportartikel und hier gibt es jetzt zwei Varianten oder zwei Auswahlmöglichkeiten. Das erste ist mit Variation und das zweite ist ohne Variation. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woran erkenne ich das oder wie habe ich es rausgefunden? Durch stundenlanges Rumprobieren und Telefonieren mit dem Amazon Verkäuferservice. Hier noch ein kurzer Tipp zum Verkäuferservice. Auf eigentlich jeder Seite im Backend, also in der Seller Central, findet ihr, wenn ihr nach ganz unten scrollt, hier unten den Link zum Verkäuferservice. Könnt dort eure Telefonnummer eintragen und dann rufen sie euch innerhalb von einer Minute zurück und ihr habt jemanden dran, der euch bei eurem Problem auch weiterhelfen kann. Das hat mir schon oft geholfen. Ganz oft hat man da auch wen Freundliches dran. Wenn nicht, bitte einfach wieder auflegen bzw. sagen, ja, Dankeschön und nochmal neu anrufen. Dann habt ihr meistens jemand anderen dran, der euch vielleicht ein bisschen besser weiterhelfen kann. So, ich wähle jetzt endlich mal Sportartikel aus und lade jetzt die nächste Seite. Ihr kennt die Maske schon vom letzten Video. Hier oben kommt der Titel rein, hier der Hersteller, die Marke, die Artikelnummer und so weiter, die ganzen Einzeldinger. Das Ganze habe ich ausführlich erklärt in dem anderen Video, was unten verlinkt ist. Deswegen kopiere ich jetzt hier einfach rein, kommentarlos. Und falls ihr dazu Fragen habt, schaut euch bitte das verlinkte Video nochmal an. So, falls ihr jetzt alles ausgefüllt habt, was für euch hier wichtig ist, dann könnt ihr hier wieder den Suchknoten auswählen, also unter welchem Suchpfad das Ganze gefunden werden soll, Sport und Freizeit, dann bei mir Fitness, Bekleidung, diesmal Damen, Shirts, T-Shirts. So, Variante Themen-ID. Hier wählt ihr aus, worin sich euer Produkt unterscheidet. Also bei mir wäre das zum Beispiel Größe, Farbe oder Farbegröße. Das ist ein bisschen weiter unten. Hier Farbe, Größe. Ihr seht, hier gibt es ungefähr alles. Also hier verschiedene Gewichte, zum Beispiel bei Verpackungen oder Händigkeit bei einem Golfschläger oder generell bei einem Schläger, Länge. Hier gibt es wirklich alles Mögliche. Hier müsst ihr einfach mal ein bisschen suchen, was bei euch so passend ist.
und dann auswählen. So, ihr habt gesehen, jetzt ist hier gerade das Feld für die EAN-Nummern rausgeflogen und findet man nicht mehr. Keine Angst, die könnt ihr gleich noch hinzufügen. Jetzt gehen wir hier auf Weiter. Und dann seht ihr hier schon Varianten, Attribute, Bearbeiten. Attribute sind quasi die Werte, die diese beiden Größen hier, also Größe und Farbe, annehmen kann. Also hier wäre dann S, M, L, XL zum Beispiel. Und Farbe wäre, ich sage jetzt einfach mal Rot, Schwarz, Dunkelblau, Grau, was gibt es noch? Grün haben wir das Shirt noch. Und alles andere füge ich später hinzu. Also ihr könnt hier auch später noch Varianten hinzufügen. Nur ihr könnt nicht mehr, wenn ihr bisher nur Größe hattet und das jetzt noch in mehreren Farben anbieten möchtet, dann könnt ihr nicht noch Farbe hinzufügen. Falls ihr plant, eventuell diesen Artikel später nochmal in einer zweiten Variation, also zum Beispiel Größe und Farbe, anzubieten, am Anfang aber nur mit einer Farbe, legt es bitte trotzdem so an und tragt nur die eine Farbe ein, dann wird es automatisch ausgeblendet. Also der Kunde kann nur auswählen Größe und sieht gar nicht, dass da noch mehrere Farben geplant sind. Das nochmal ein Tipp von mir, weil das habe ich leider auch schon einmal am eigenen Leib erfahren müssen, dass man dann das ganze Verkaufsranking, die ganzen Bewertungen und so weiter löschen muss, den Artikel komplett neu anlegen, um dann einfach diese neuen Farben mit reinzunehmen. Deswegen, wenn ihr sowas vorhabt oder euch vorstellen könnt, dass es später nochmal zum Beispiel in mehreren Farben oder noch mehr Größen kommt, dann bitte hier das direkt so anlegen. Dann klickt ihr auf Variante hinzufügen und nach kurzer Ladezeit seht ihr dann hier diese Riesentabelle. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, als es ist. Hier müsst ihr wieder die Verkäufer-SKU eintragen, also diesen eindeutigen Bezeichner, der nur für euch selber gilt, quasi zur eigenen Zuordnung. Das könnt ihr auch wieder leer lassen, dann füllt Amazon das für euch aus. Falls ihr zum Beispiel Kleidung hier bei Amazon verkaufen möchtet, ein kurzer Tipp von mir. Ich nehme immer eine eindeutige Bezeichnung für das Shirt-Design. Dann ist darin noch die Farbe vorhanden und ganz am Ende steht dann die Größe. So könnt ihr halt auch bei E-Mails auf den ersten Blick erkennen, okay, der hat dieses Shirt mit dem Design in Schwarz und der Größe S bestellt und nicht XZ-734B.7 oder so, sondern ihr wisst, okay, das ist jetzt hier zum Beispiel I love Paleo, Damen, Schwarz, S. Hier wäre dann I love Paleo, Schwarz, Damen, Schwarz, L und so weiter. Das könnt ihr für die ganze Tabelle hier runter machen. Ich erspare euch das Ganze jetzt. Ich fülle das ohne Video aus. Dann bei Zustand bitte neu auswählen, weil ihr verkauft hier kein Flohmarktzeug, sondern ihr wollt hier ja Geld verdienen. Anmerkung zum Zustand könnt ihr leer lassen. Ihr Preis, das ist wieder der Hauptpreis, der erscheinen soll. Auf Basis dieses Preises wird auch die Verkäufergebühr errechnet. Hier könnt ihr wieder einen Angebotspreis eintragen. Falls ihr hier in das Feld was eingetragen habt, müsst ihr dieses und dieses, also Anfangs- und Endtermin für den Angebotspreis, auch auswählen. Menge tragt ihr erstmal die verfügbare Menge ein. Falls ihr selber verschickt, muss die auch aktuell sein. Falls ihr es durch Amazon verschicken lasst, tragt ihr einfach irgendwas ein, weil Amazon den Lagerbestand dann automatisch führt und anpasst für euch. Das Gute daran ist, ihr könnt hier vorne einmal auf Felder auswählen klicken und dann habt ihr alle markiert, die hier so in der Tabelle sind. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel hier oben einmal neu auswählen, auf Ausgewählte anwenden. Und dann habt ihr überall neu drin stehen. Also ihr könnt euch viele Klicks sparen. Genauso wie beim Preis macht das Sinn. Angebotspreis, Angebotstermin. Also ihr müsst es nicht für jedes ausfüllen, sondern ihr müsst eigentlich nur hier vorne die SKU-Nummer selber eintragen und die EAN- bzw. UPC-Code selber eintragen. So, das war's schon zu dieser Seite hier. Das dauert eigentlich ziemlich lange und ist sehr ärgerlich, wenn der Rechner abstürzt oder so mittendrin. Habe ich leider schon erlebt. Info zu rechtliche Hinweise. Gut, hier müsste ich jetzt, weil es ein T-Shirt ist, noch das Textil-Kennzeichnungsgesetz beachten. Also aus welchem Material besteht das, der Stoff und so weiter. So und so viel Prozent Baumwolle, so viel Polyester und so weiter. Bearbeitungszeit in Tagen. Wenn ihr durch Amazon verschicken lasst, tragt hier immer eine 1 ein. Wenn ihr selber verschickt, dann halt das, was realistisch ist. Datum des Verkaufsstarts wähle ich wieder heute. Geschenkpapier ist bei uns nicht verfügbar. Verfügbarkeit ist ab heute. Und Versandart haben wir schon beim letzten Mal erklärt. Wenn ihr es selber versenden möchtet, was ich nicht unbedingt empfehle, gerade als Anfänger, dann wählt ihr diesen Radio-Button aus. Falls ihr möchtet, dass Amazon das Ganze für euch verschickt, dann bitte hier klicken. So, dann klickt ihr wieder auf Weiter, ladet hier eure Bilder hoch. Wichtig jetzt bei Variantenartikeln, hier habt ihr erstmal das Hauptbild und alle, die auf dem Hauptartikel sind.
Aber es gibt noch Einzelbilder für alle Einzelvarianten. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Shirt zum Beispiel in Schwarz habt, dann könnt ihr auch für das Einzelne dann nochmal extra Bilder hochladen. Das Ganze zeige ich euch gleich nochmal bei einem Artikel von mir, der schon angelegt ist. Dann geht es hier weiter: Beschreibung und Attribut. Das kennt ihr schon. Das sind diese Bullet Points, die rechts neben dem Bild unterhalb vom Preis stehen. Die müssen also wirklich stark sein. Hier unten die Beschreibung, da könnt ihr auch noch ein bisschen länger und ausführlicher schreiben. Hier oben eher kurz und knackig. So, dann Suchbegriffe, für welche Suchbegriffe ihr möchtet, dass das Produkt erscheint. Und Platinum-Schlüsselwörter lasse ich ziemlich oft frei in letzter Zeit, weil sie einfach keine Auswirkungen mehr haben. So, dann gibt es hier noch weitere Details: Versandgewicht, Versandgröße, Produktmaße. Das ist wichtig, wenn ihr durch Amazon verschicken lasst. Ich habe gestern, kleiner Tipp noch, ich habe gestern von einem Bekannten gehört, der hatte hier falsche Maße eingetragen und dann wurde die Versandkosten durch Amazon falsch berechnet und es gab ziemlich viel Stress bei der Korrektur sozusagen. Deswegen tragt hier bitte die richtigen ein und auch die richtigen Gewichte. Hier unten müsst ihr das dann nochmal eintragen bei Paketmaße. Und ansonsten, wenn ihr keine Batterien habt und keine Sondereigenschaften, könnt ihr hier unten einfach auf Speichern und Beenden klicken und das Produkt wird für euch angelegt. Damit euch nicht sowas hier passiert und euer Produkt so in der Suche auftaucht, das ist absolut tödlich für eure Verkaufszahlen. Deswegen zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ihr auch für die Einzelvarianten dann Bilder hochladet. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr irgendwas eingebt, hier in dem Fall zum Beispiel Springseil, Skipping Rope, und ihr seht dieses hier und darüber taucht dieses hier auf. Das hat natürlich auch viel mehr Bewertung, sehe ich gerade. Aber überlegt euch mal, ihr seht so ein Produkt auf den ersten Blick, ihr seid am Handy, ihr habt keinen Bock, 1000 Seiten aufzumachen. Wird jemand dieses Seil kaufen? Preisfrage, natürlich nicht. Da wird er irgendwas mit einem normalen Bild bevorzugen, wo er sofort erkennt, das sieht ganz ordentlich aus oder das ist eher das, wo ich nicht nachsuche. Deswegen tut euch selber einen Gefallen und klickt auf Lagerbestand verwalten. Und hier habt ihr dann die Übersicht über alle eure Produkte, die gerade bei euch im Konto verlinkt sind sozusagen. Wo machen wir das mal am schlausten? Genau, haben wir hier dieses Isle of Paleo T-Shirt. Und ihr seht jetzt, hier gibt es verschiedene Farben. Und ihr könnt für jede Farbe ein einzelnes Bild hochladen, beziehungsweise alle Bilder nochmal neu hochladen, also diese neuen Bilder. Hier zum Beispiel dunkelblau. Dann könnt ihr hier auf Bearbeiten, Bilder verwalten und dann, wie ich euch schon gezeigt habe in dem anderen Video, einfach die Bilder, die Dateien auswählen und hochladen. Wichtig ist, ihr könnt das auch noch einmal auf der Parent-Produktebene machen, also hier auf dem Hauptprodukt, da wo der Pfeil vor ist. Hier rechts könnt ihr auch noch einmal Bilder verwalten. Hier bitte, auch wenn es richtig nervig ist, für jede einzelne Größe und jede Farbe nochmal ein Bild hochzuladen, bitte macht das auf jeden Fall, weil sonst passiert euch das so wie diesem Kollegen hier, der netten Firma Adidas, dass ihr hier einfach nur Mistverkaufszahlen habt. Und obwohl vielleicht genügend Leute euer Angebot sehen, klicken sie nicht drauf, weil es nicht interessant aussieht auf den ersten Blick. Und es sind wirklich nur ein paar Minuten Arbeit. Gut, für den Endkunden sieht das Ganze dann nochmal so aus. Also ich habe jetzt hier mal, bitte achtet nicht auf die hässlichen Bilder, die werden gerade noch überarbeitet. Für den Endkunden sieht das Ganze dann so aus, wenn ihr für jede Einzelvariation ein Bild hochgeladen habt, dass hier vorne schon mal eine kleine Vorschau ist von dem Bild, sodass ihr auf den ersten Blick sehen, okay, blau ist blau, grün ist grün, rot ist rot. Also ihr habt hier wirklich eine ganz gute Lösung und deswegen ist wichtig, dass ihr hier diese Sache einfach eintragt. Gut, das war's von meiner Seite für heute. Ich hoffe, das hat euch nochmal weitergeholfen und ihr könnt eure ersten Produkte hochladen. Das Ganze könnt ihr auch schon machen, wenn euer Produkt noch unterwegs ist im Versand sozusagen. Wenn ihr noch nicht die Bilder habt, braucht ihr sie nicht sofort hochladen. Aber ihr könnt schon mal hier an den Bullet Points arbeiten, beziehungsweise an der Beschreibung. Und dann geht das Ganze schon mal ein bisschen nach vorne. Und sobald die Produkte da sind, könnt ihr schneller starten. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Den Link zu der gesamten Amazon-Serie und den findet ihr einmal in unserer Playlist, direkt auf unserem YouTube-Channel. Oder hier unten drunter könnt ihr euch für unsere E-Mail-Serie eintragen. Dann bekommt ihr sofort, wenn es ein neues Video gibt, eine Information und dann wisst ihr sofort Bescheid. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit nochmal und bis bald.